Es ist einfach ja ein Gefühl von einer Schulgemeinschaft, weil jeder das gleiche Team anfeuert und einfach jeder richtig stolz auf seine eigene Schule ist. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ist auch einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und neue Sachen auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Kulturwerke Deutschland. Ich bin Liv, ich bin für 10 Monate in Vancouver, Kanada. Und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen über meine Erfahrungen an einer kanadischen Highschool und Sachen, die ich gerne vorher gewusst hätte. Fangen wir zuerst an mit ein paar Klischees, die ich über Highschools gehört habe und die sich zum Teil auch bewahrheitet haben. Als erstes, dass Schule hier viel einfacher ist. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Es kommt natürlich extrem darauf an, welche Fächer man wählt. Und man hat hier deutlich weniger Fächer als zum Beispiel an deutschen Schulen. An meiner Highschool ist es so, dass man nur 4 Fächer pro Halbjahr wählt. Dadurch hat man natürlich einen viel geringeren Lernaufwand. Und es gibt auch viele Fächer, für die man eben nicht zu Hause lernen muss. Wie zum Beispiel so Metalworks oder gerade handwerkliche Sachen. Oder einfach Sachen, die Leuten besser liegen als jetzt vielleicht naturwissenschaftliche Fächer. Aber selbst wenn man einen sehr naturwissenschaftlichen Stundenplan hat, sind die Fächer vergleichsweise trotzdem noch sehr einfach gegenüber Deutschland. Als zweites, das Aussehen von Highschools, würde ich sagen, auf jeden Fall genauso, wie man sich es vorstellt, in vielen Sachen. Mit den Lockern an der Seite und den Gängen, der Cafeteria und Mensa und was einfach alles, was man sich so vorstellt, hat sich an meiner Highschool sehr viel davon bewahrheitet. Als drittes ist das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Da hört man ja oft, dass das hier viel besser ist. Und auch das, würde ich sagen, stimmt in den meisten Fällen. Schüler und Lehrer haben oft ein viel freundlicheres Verhältnis, freundschaftlicheres. Und ja, gerade wenn es auch um Abgaben geht, sind Lehrer oft viel verständnisvoller, wenn man zum Beispiel versucht, Schule mit außerschulischen Aktivitäten zu vereinbaren und gerade da mal eine Verlängerung zu geben oder einfach ein bisschen auszuhelfen. Da ist auf jeden Fall ein sehr gutes Verhältnis da. Dann noch eine Sache zum Unterricht. Es gibt sowas wie mündliche Noten meistens nicht. Und das macht den Unterricht auf der einen Seite entspannter. Schüler fühlen sich nicht so unter Druck die ganze Zeit. Aber es kann es teilweise auch schwieriger machen, aufzupassen, weil man diesen Ansporn nicht hat. Also ist auf jeden Fall eine Sache, wo man aufpassen muss, aber was es oft auch entspannter macht. Dann habe ich ja gerade eben schon mal ganz kurz die außerschulischen Aktivitäten angesprochen. Und davon gibt es auf jeden Fall einige. Von Sportteams zu Musik, zu Theater und noch vieles mehr. Und das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ist auch einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und neue Sachen auszuprobieren. Dann noch eine Sache, die für mich heraussticht, ist der Schulspirit, den es auf jeden Fall viel, viel mehr gibt als in deutschen Schulen, meiner Meinung nach. Und zum Beispiel solche Sachen wie ein Schulmerch zu tragen, ist viel normaler und sind Leute stolz drauf. Auch gerade durch Sportevents, Basketballspiele, Volleyballspiele oder was auch immer die Hauptsportart an der Schule ist. Es ist einfach ja ein Gefühl von einer Schulgemeinschaft, weil jeder das gleiche Team anfeuert und einfach jeder richtig stolz auf seine eigene Schule ist. Und als letztes noch zu Freunde finden. Wenn man in einer Gegend ist, wo es sehr viele internationale Schüler gibt, dann ist es zwar einfach, Kontakt aufzubauen zu internationalen Schülern, aber kann dadurch oft schwer sein, engere einheimische Freunde zu finden, weil es eben einfach nicht wirklich was Besonderes ist und man dadurch einfach sehr auf andere Menschen zugehen muss. Das heißt, es kann auf jeden Fall eine Chance sein. Man kann Kontakte zu Leuten aus der ganzen Welt knüpfen, weil es eben sehr viele Leute von verschiedenen Orten gibt. Aber was eben auch manchmal schwierig sein kann, weil man vielleicht viel auch dann Deutsch spricht, wenn man mit deutschen Leuten unterwegs ist und einfach vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit kanadischen Leuten Kontakt zu knüpfen. Aber generell sind die Menschen sehr, sehr offen. Also wenn man da von sich aus auf die Leute zugeht, dann funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Und wenn ihr noch weitere Videos zum Thema Auslandsjahr sehen wollt, dann schaut gerne auf den Social-Media-Kanal von Kulturwerke Deutschland vorbei.